Willkommen zu meinem Podcast Mutig, Menschlich, Markant. Heute spreche ich zum Thema, was haben wir Menschen mit den Dodos gemeinsam? Im März waren für einige wenige Tage die Museen geöffnet. Die habe ich genutzt und bin endlich ins Senckenberg-Museum nach Frankfurt gefahren. Eines der größten Naturkundemuseen in Deutschland. Dort traf ich auf eine Vielfalt des Lebens und die Entwicklung der Lebewesen. Ich traf auch auf einen Dodo. Kennst du Dodos? Die Dodos dienten schon mal vor 20 Jahren in meiner Trainerwelt als Beispiel, was man tun sollte, um möglichst nicht zu überleben und Zukunft nicht möglich zu machen. Dodos waren große Vögel und lebten auf den Maurischen Inseln. Sie waren sehr zutraulich Menschen gegenüber. Ab Ende des 16. Jahrhunderts fuhren niederländische Handelsflotten auf die Ostindienroute Mauritius, um dort ihre Proviantevorräte aufzubessern. In schriftlichen Überlieferungen aus dieser Zeit wird die Tronde, so auch der Dodo genannt, als zutraulich plump beschrieben und war so leichte Beute für die Seeleute. Da sie keine natürlichen Fressfeinde hatten, die Dodos, besaßen sie auch keinen Fluchtinstinkt. Drei gravierende Gründe führten zum Aussterben der Dodos. Erster, eng begrenzter Lebensraum. Sie verfügten über eine limitierte Lernkurve. Eingefahrene Verhaltensweisen. Kommen wir zur limitierten Lernkurve. Wir alle haben es hoffentlich nicht gespürt, aber bekommen es immer mehr mit. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Die Innovationszyklen werden immer kürzer. Die Halbwertzeit von Wissen sinkt. Von Tag zu Tag mehr. Wir alle merken die Veränderungen unserer Umwelt, die häufiger sind und mit immer größerer Beschleunigung einhergehen. Wir haben das gerade in den letzten Monaten bemerkt und sind herausgefordert. Wir sind gefordert, uns damit auseinanderzusetzen, darauf zu reagieren, uns auch anzupassen. Wir merken in den rasant wandelnden beruflichen und auch den modernen Zeitgeistanforderungen, wie wichtig Weiterentwicklung ist. Fachlich, aber auch persönlich zu wachsen, sich zu entfalten, den Horizont größer zu machen. Lebenslanges Lernen war und ist heute mehr denn je gefordert. Verzeihen Sie mir die Aussage, im Moment habe ich oft das Gefühl, dass dies ausschließlich für uns, die arbeitende Bevölkerung, Gültigkeit hat. Auch für den Mittelstand, für die Mitarbeiter. Bei unseren gewählten Volksvertretern habe ich oft das Gefühl, dass diese sich seit ihrem Eintritt in die Politik nicht weiterentwickelt haben. Ihre Logik, ihre Managementkompetenzen, ihre Führungskompetenzen. Lernen ist ein Prozess, der aufgrund von neuen Wissen und Erfahrungen zustande kommt. Dazu zählen nicht nur bewusstes Aneignen von fachwissenschaftlichem Know-how, sondern auch die bewusste Veränderung des eigenen Denkens, Handelns, deren Ursachen den meisten Menschen immer noch unbekannt ist. Viele junge Menschen sagen mir, hätte man mir das in der Schule erklärt, weshalb ich das wissen muss, hätte ich wahrscheinlich mehr zugehört und mich auch mehr angestrengt. Lernen ist ein Prozess, der nur dann zu Verhaltensänderungen führt, wenn ich damit was anfangen kann und es mir Vorteile bringt, wenn etwas mir nützlich ist und wenn mir erklärt wird, warum soll ich das lernen. Das passiert leider nicht. Oft immer noch nicht in Schulen und auch leider nicht in Betrieben, gerade beim Onboarding, beim Einführungsprozess von neuen Mitarbeitern. Es gibt Menschen, die interessieren sich nicht für Neues. Die interessieren sich auch nicht für wirklich tolle Erfahrungen und Erkenntnisse, die andere gemacht haben. Ich habe mal ein Beispiel. Sie geben einem Kollegen den Tipp, du ruf doch mal den an, der macht das schon, ist aus meiner Sicht ein Profi auf seinem Gebiet, gehört zu den Besten, denn er war einer der Pioniere auf dem Gebiet. Als sie wieder mal mit diesem Pionier, den sie gut kannten, fragten, sag mal, hat dich eigentlich XY angerufen? Sagt dieser, nö. Sie fragen XY und er sagt, also weißt du, ich habe gegoogelt und ich habe mir das mal im Internet angeschaut. Das hat mir nicht geholfen. Das ist nichts Neues. Weißt du was, ich setze mich dran, ich finde dasselbe heraus. Und was passiert jetzt? Er geht in sein altes Denkmuster, er geht auf seine alte Festplatte zurück. Auf der Festplatte ist noch nichts Neues programmiert. Ergebnis? Und das hatte schon Albert Einstein erkannt. Die Probleme, die wir heute in der Welt haben, lassen sich nicht mit den gleichen Denkmustern lösen, wie sie entstanden sind. Also erhöhen Sie Ihre Lernkurve, indem Sie anrufen, Blindenfleck kleiner machen, sich austauschen, andere Meinung wenigstens anhören, reflektieren, Entscheidungen treffen danach, ausprobieren.
Mut zu Try and Error gehört heute dazu. Aus Fehlern lernen. Der Horrorsatz und der Tod von Fortschritt ist, das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Da müssen erstmal die Kinderkrankheiten abgestellt werden. Das sollen erstmal andere probieren. Manchmal sprechen so auch Führungsverantwortliche und Unternehmensverantwortliche. Ich stelle leider immer noch in manchen Unternehmen fest, dass Unternehmensverantwortliche und Vorgesetzte und Führungsverantwortliche sich noch nie auf der persönlichen Art und Weise weiterentwickelt haben. Sie haben ihren geistigen Horizont nicht bewusst erweitert um Modelle, die es heute gibt, um sich und andere Menschen besser zu verstehen. Um zum Beispiel zeitgemäße Führungsverhalten zutage zu legen. Zu verstehen, wie motiviere ich unterschiedliche Generationen? Wie motiviere ich mich selber? Wie aktuell bin ich mit meinen Produkten in der Welt? Wer sich selbst nicht weiterentwickelt, wird wohl kaum auch eine Fortbildung für die Mitarbeiter in die Wege leiten oder ermöglichen. Aus meiner Sicht grenzt dieses richtig an geschäftsschädlichem Verhalten. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Eine hohe Lernkurve in der Wirtschaft, in Unternehmen und Abteilungen bedeutet Produktivitätssteigerung, Qualitätssteigerung, Zukunftssicherheit, Nachhaltigkeit und letztlich auch Umsatzsteigerung. Jede Verantwortungsträgerin, und das sind auch wir Eltern, können andere nur so weit entwickeln, wie wir selbst entwickelt sind. Wir Menschen nutzen gerade mal ein Drittel unserer Fähigkeiten. Zwei Drittel sind unausgeschöpft, liegen brach. Dass sich das Wissen verändert, hatte ich vorhin schon gesagt. Denken Sie an die digitale Welt, künstliche Intelligenz, die uns Menschen in zahlreichen Prozessen ersetzen wird. Die Zukunft ist hier. Wo bist du? Hoher Einfluss auf eine Lernkurve haben übrigens auch Frust und nicht erfüllende Prophezeiungen, die wir mit uns rumschleppen. Nicht erfüllende Prophezeiungen und die eigenen Emotionen managen. Dazu findest du ausgiebig Informationen und Reflexionsfragen in meinem Whitepaper und in meinem Kurs Die 9 Geheimnisse für ein erfüllteres Leben. Deine Energie geht immer dorthin, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst. Verstecke dich nicht hinter unwichtigen To-Dos, sondern was ist dir wichtig? Was fehlt noch, damit du deinen einzigartigen Weg beruflich und privat gehen kannst? Was fordert auch die Zeit, der Zeitgeist? Wehre dich nicht gegen Dinge, die nun mal nicht zu ändern sind. Spring rechtzeitig noch auf den Zug der Zukunft auf. Wie gut kennst du eigentlich dein Lernverhalten? Reflektiere mal eben. Stelle dir eine Skala von 1 und 10 vor. 1 ist weniger glücklich, 10 ist gut. Wie hoch ist deine Lernbereitschaft? Wie hoch ist deine Bereitschaft, Verantwortung für die eigene Weiterbildung zu übernehmen? Wie wichtig sind dir externe Anreize? Wie sehr benötigst du den Austausch mit anderen Menschen, wenn du lernst? Wie reagierst du, wenn du was falsch verstanden hast? Wie oft unterlaufen dir die gleichen Fehler? Wie ist dein Umgang mit Niederlagen? Dein Umgang mit Nichtwissen? Wie oft ärgerst du dich, dass dir das schon wieder passiert ist? Fehler sind keine Schande. Entwickle Fehlertoleranz. Vor allem dir selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Fehler sind immer Chancen zur Verbesserung, zu wachsen, zu reifen. Vorausgesetzt, man geht konstruktiv mit Fehlern um und lernt daraus. Fehler dürfen nämlich passieren, jedoch nur einmal. Viele Menschen wissen nicht, was sie nicht wissen. Da sie sich nicht dafür interessieren und lieber bei ihrer gewohnten Routine bleiben, werden sie sogar zu einer Gefahr in einem Unternehmen. Eine Gefahr fürs Umfeld. Lernen ist grundsätzlich bis ins hohe Alter möglich. Dabei ist es sinnvoll, die Lernfähigkeit durch Training zu erhalten und zu fördern. Jeder Mensch lebt aus seinen bis heute gemachten Erfahrungen. Was aber sind Erfahrungen? Wissen, das er überzeugt hat. Erlebnisse, die Erfolge und Grenzen zeigen. Übungen, die zum Weitermachen motivieren. Fehlt in dieser Reihenfolge ein Punkt, bleibt es meist nur bei der Erkenntnis, die den Inhalt vergrößert. Spürbare Verhaltensänderungen gibt es damit eher nicht. Willst du in Zukunft anders leben, musst du neue Erfahrungen machen, sie auch zulassen. Erhöhe deine Lernkurve. Also raus aus deiner Komfortzone und vergrößere deine Wachstumszone. Wachse, reife, entfalte dich.
Ich fasse nochmal für dich zusammen. Voraussetzung für dauerhaften Erfolg und gute Gefühle ist, die eigene Lernkurve bewusst zu gestalten. Den begrenzten Lebensraum zu verlassen. Raus in die Welt. Durchlaufe mal andere Abteilungen, schaue dir andere Betriebe an, gehe auf andere Menschen zu, höre aufmerksam zu. Sei offen für die Meinung anderer Menschen. Sammle Informationen und vernetze diese mit deinem bisherigen Wissen. Erweitere deine Lernkurve. Werde wieder neugierig. Denn neugierig sein hält jung. Unser Gehirn behält auch im fortgeschrittenen Alter die Fähigkeit, neue Nervenzellen zu bilden und sie durch sogenannte Synapsen miteinander zu verschalten. Immer wenn wir etwas Neues lernen, Neugier und Interesse zeigen, entstehen im Denkvorgang neue Nervenbahnen. Vergrößerung des Horizonts lässt uns über den Tellerrand schauen. Ohne Wissensdurst wären wir Menschen schon längst ausgestorben, wie die Dodos. Unsere geistige Lust auf Neues hat uns wichtige Erfindungen wie zum Beispiel Feuer, Rad, Auto, Handy beschert. Und wir wissen auch durch Neugierde und Mut, dass die Erde keine Scheibe ist. Neugier kann sogar den Mangel an Intelligenz wettmachen. In Studien schnitten weniger intelligente, jedoch neugierige Teilnehmende genauso gut ab wie schlaue, denen die Neugier fehlte. Neugierig sein ist ein wichtiger Schlüssel für Glück. Der Botenstoff Dopamin sorgt auch dafür, dass im Belohnungszentrum des Gehirns Glückshormone, die Endorphine, freigesetzt werden. Das passiert, sobald wir etwas Neues lernen oder ein überraschendes, freudiges Erlebnis haben. Kann auch schon mal das Lösen einer kniffligen Aufgabe sein. Unser Gehirn belohnt uns also mit Glücksgefühlen, wenn wir unsere Neugier nachgeben, wenn wir dazulernen. Der dritte Grund für das Aussterben der Dodos, das waren die eingefahrenen Verhaltensweisen. Dazu werde ich gerne mehr in meinem nächsten Podcast berichten. Ich verspreche jetzt schon, das wird richtig spannend. Wenn ich dich durch diese Folge inspiriert habe, dann leite sie gerne an Freunde und Kollegen weiter, damit sie auch davon profitieren können. Werde auch du mutig, menschlich, markant.